Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Es ist vollbracht. Nach monatelangen Grabenkämpfen ist nun endlich gestern der Koalitionsvertrag vorgestellt worden und es ist doch eigentlich ein einziges Fest gewesen. Oder Christian Lindner wird Finanzminister, es kommt die Aktienrente, der Sparerpauschbetrag wird endlich erhöht und es ist auch noch eine Klimaregierung, der Kohleausstieg wird angestrebt, sogar ein bisschen vorzuziehen, möglicherweise Richtung 2030 und man wird technologieoffen werden, aber wird dennoch aus der Atomenergie aussteigen und natürlich mit Olaf kommt man irgendwie klar. Also eigentlich muss man sagen, Friede, Freude, Eierkuchen und alle sollten glücklich sein. Ich denke, es gibt hier aber einige Punkte, die aktuell nicht so wirklich, ja, beleuchtet werden von den Medien, die man durchaus etwas kritisieren könnte. Und genau das möchte ich heute machen, beziehungsweise ich möchte mal mit einem etwas kritischeren Blick auf den ein oder anderen Punkt eingehen. Dabei will ich jetzt nicht auf die große Masse des Inhaltes eingehen, weil das sind 178 Seiten, das möchte ich euch jetzt ersparen. Und ich werde jetzt auch nicht Ewigkeiten über die Erhöhung des Sparerpauschbetrages sprechen, worüber man sich ja freuen kann, dass es endlich einen Inflationsausgleich gegeben hat, der natürlich nichts damit zu tun hat, dass man Kleinsparer entlasten möchte, dass man die Menschen animieren möchte, selber vorzusorgen oder so. Nee, da habt ihr was falsch verstanden. Das ist quasi ein Inflationsausgleich, kann man quasi vergleichen mit, du hast eine Gehaltserhöhung von 3% bekommen in einer Zeit, wo es die Inflation 5% beträgt. Genauso in etwa ist die Erhöhung des Sparerpauschbetrages auf 1.000 Euro zu verstehen. Aber ich möchte mich gar nicht so lange damit aufhalten, weil es gibt wichtigere Dinge, wo man auch ein kleines bisschen mehr zu sagen kann. Und zwar die erste oder eine der größten Aufgaben der neuen kommenden Bundesregierung wird das Problem der Renten sein. Weil, sind wir ehrlich, das System ist de facto gescheitert. Wenn du ein Schneeballsystem aufsetzt und es gibt nicht genügend Leute, die einzahlen oder es fehlen einfach, ja, du hast irgendwann alle Leute erwischt oder das haben quasi alle eingezahlt und es kommen einfach keine Kinder mehr, dann gibt es irgendwann ein Problem. Und dieses Problem kennt man seit 40 Jahren, aber man hat halt bis jetzt weiter so, klappt schon irgendwie, die nächste Regierung löst das Ganze. Und diese Regierung muss jetzt irgendwie etwas machen, weil ansonsten wird es wirklich kritisch. Und deswegen gibt es ja auch einen etwas längeren Passus zur Altersvorsorge und den möchte ich jetzt kurz durchgehen, weil es gibt hier in der Tat, wir wollen ja nicht nur kritisieren, es gibt hier einen richtig guten Punkt drin. Und der ist, große Überraschung, nicht die Aktienrente. Aktienrente, schöne Sache, wird so gut wie keinerlei Einfluss haben, ist Aktienrente wird seit Jahren, ist jetzt groß gefeiert als die Lösung für das demografische Problem in Deutschland. Pustekuchen. Diese Diskussion und diese Vorschläge gibt es schon seit Jahren, seit Jahrzehnten durch den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Und es wird auch immer wieder erklärt, warum das Ganze nicht funktionieren kann. Man sollte hier auch als Aktionär nicht komplett mit der rosaroten Brille drauf gucken. Eine Aktienrente, wie sie jetzt eingeführt worden ist, wird das demografische Problem in Deutschland nicht lösen. Punkt. So, aber fangen wir mal an. Die erste unfassbar gute Sache, die gemacht worden ist, ist etwas, was wir hier unten sehen. Und zwar befinde ich mich, ich packe den Koalitionsvertrag unten in die Videobeschreibung rein. Ich bin jetzt auf Seite 74. Und zwar das, was wir hier unten haben, ist dieser Passus hier. Und das ist nur ein ganz kleiner und ist auch wieder von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden. Wir werden den sogenannten Nachholfaktor in der Rentenberechnung rechtzeitig vor den Rentenanpassungen ab 2022 wieder aktivieren und im Rahmen der geltenden Haltelinien wirken lassen. Was bedeutet das? Der Nachholfaktor gibt es schon seit einer geraumen Zeit, der ist aber vor kurzem, vorletztes Jahr, abgeschafft worden und ist auch irgendwie, da gab es wenig Beachtung für, aber das ist unfassbar wichtig. Und zwar, was besagt dieser Nachholfaktor? Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Die Renten in Deutschland sind an die Lohnentwicklung gekoppelt. Und jetzt ist es so, ich sag mal, in einem Jahr die Rente geht, die Löhne steigen um 3% und demnach steigt auch die Rente um 3%. Jetzt passiert es aber hin und wieder mal in größeren Krisen, dass einfach die Löhne sinken. Und das ist zum Beispiel im Durchschnitt. Das ist im letzten Jahr auch passiert. Man denke allein an die große Masse an Kurzarbeit. Das ist letztes Jahr passiert. Und normalerweise wäre es jetzt so, die Löhne sind gefallen, man senkt die Renten da nicht. Also es ist nicht so, die Löhne sind um 5% gefallen, man geht mit den Renten 5% nach unten. Nein, man macht das Ganze so, wenn die Löhne dann wieder steigen, dann steigt die Rente quasi langsamer, bis man quasi wieder auf einem Niveau angekommen ist. Also wenn das 5% nach unten geht bei den Löhnen und im Folgejahr wieder 5% nach oben und das sich quasi mehr oder weniger ausgleicht, dann würde die Rente einfach stabil bleiben. Das heißt, dass die auf dem gleichen Niveau stehen bleiben würde.
Man hat diesen Nachholfaktor aber außer Kraft gesetzt. Das heißt, was wäre eigentlich im kommenden Jahr passiert? Die Löhne sind 2020 gefallen, aber dann 2021 natürlich entsprechend wieder gestiegen. Also man hatte den Nachholfaktor deaktiviert. Minus 5% haben die Rentner nicht mitgemacht, aber diese Aufschwungbewegung, diesen großen Nachholeffekt, diese plus 5% hätten komplett durchgeschlagen bei der Rente. Das heißt, es wäre im kommenden Jahr die größte Rentenerhöhung seit keine Ahnung wie vielen Jahren, Jahrzehnten durchgesetzt worden. Und hier haben unfassbar viele Experten, quasi auch innerhalb der Bundesregierung ist immer wieder gesagt worden, der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, es ist unfassbar wichtig, diesen Nachholfaktor wieder einzuführen, hat die letzte Bundesregierung nicht gemacht, aber jetzt gleich, das wird gemacht, bereits ab 2022 wieder aktivieren, das heißt, diese große Rentenerhöhung wird höchstwahrscheinlich nicht kommen und man hat diesen Nachholfaktor wieder in Kraft gesetzt. Unfassbar tolle Sache, wird kaum von der Öffentlichkeit gewürdigt, muss man sagen, aber ist für das Rentensystem, für das gesamte Stabilitätssystem in Deutschland, wie die Rente funktioniert, eine wirklich, wirklich gute Sache. Nächste Sache. Fangen wir hier oben an. Mindestrentenniveau 48%. Okay, hat Olaf versprochen, wird auch so durchgesetzt, wissen wir. Und der nächste Part ist ja wichtig. In dieser Legislaturperiode steigt der Beitragssatz nicht über 20%. Aktuell sind es, glaube ich, so 18,7% oder irgend sowas. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und das Ganze wird nicht über 20% steigen. Aber man bestätigt hier bereits, das Ganze wird steigen. Und das ist unumgänglich. Und zwar seit, ich habe schon oft über die Rente gesprochen und eigentlich weiß das jeder, den Pillenknick. Der Pillenknick ist 50 Jahre her und kurz danach hat man der Bundesregierung bereits gesagt, was passieren wird und auch, dass das in Mitte der 20er Jahre passieren wird. Dann werden die Generation, die quasi die Kinder nicht bekommen hat, wird in Rente gehen und möchte eine Rente haben von Kindern, die sie nicht bekommen hat. Also werden die halt noch da sind und gerade in die Rente einzahlen, auf einmal deutlich mehr zahlen müssen und es wird einen extremen Anstieg innerhalb von wenigen Jahren von diesem Beitragssatz geben. Und diese Prognosen sind irgendwie in den 70er Jahren oder Anfang der 80er Jahre getroffen worden und man hat die letzten 40, 45 Jahre einfach nichts gemacht. Aber jetzt passiert Folgendes, Zeit ist abgelaufen und es ist soweit, das Ganze muss passieren. Und die Zahlen, ich habe es hier mal rausgesucht und zwar ist dieses, das ist ein Video, ich packe euch das auch unten in die Videobeschreibung rein, beziehungsweise hier oben packe ich euch das Ganze rein. Hier sind die Zahlen, die aktuellen Zahlen, wohl bemerkt, wie sich der Beitragssatz entwickeln wird bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Und diese Zahlen sind quasi über die letzten 40 Jahre haben sich kaum verändert. Man weiß, erst ab Mitte der 20er Jahre wird genau das passieren, was jetzt passiert. Und das ist auch genau das, was die Bundesregierung jetzt oder die neue Bundesregierung quasi in ihr Koalitionsvertrag reingeschrieben hat. Weil wir haben hier den Beitragssatz ja 18,7% oder sowas, was ich gesagt habe. Und ab der Mitte, also 2023, 24 geht es hier nach oben. Und zwar richtig ordentlich. Bei der Basisprojektion wird das Ganze steigen relativ schnell bis, also in den nächsten Jahren kannst du quasi jedes Jahr wird es eine Erhöhung des Beitragssatzes geben. Und das kann man beschreiben, wie man will, das wird kommen. Und zusätzlich werden die Beiträge, die die Bundesregierung aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversicherung jedes Jahr zahlen, würden auch weiter steigen. Also die Situation ist wirklich, wirklich übel. Ja? Das Ganze wird steigen und zwar in den nächsten Jahren quasi auf 22, also bis über die nächsten 10 Jahre auf 22, dann 23 und im späteren Verlauf dann sogar über die nächsten Dekaden auf 24%. Das heißt, der Beitragssatz wird Jahr für Jahr steigen. Und wir sehen es hier, die nächste Bundesregierung ist von 21 bis 25. Bis zum Jahr 2025 sind wir hier angekommen. Das ist genau diese Projektion. Das heißt, das wird steigen auf diese 20% in etwa. Das heißt, das, was die hier reingeschrieben haben, ist de facto eine Anerkennung. Ja, das, was wir seit 45 Jahren hören, wird genau so kommen. Nächste Sache ist, ja, also darauf können sich alle einstellen, die Beitragssätze werden steigen. Es wird keine Rentenkürzung, keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben, was 100-mal erklärt worden ist, was gemacht werden muss, will man nicht machen. Okay. Um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Beitragssatz in eine teilweise kapitalgesäckte Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Ist schön, ist 45 Jahre zu spät und wird über die nächsten 25, 35 Jahre nichts, absolut gar nichts bringen. Das liegt, steht alles in den Papern drin. Es gibt der wissenschaftliche Beirat, der das alles berechnet hat.
seit 40 Jahren gibt es diese Daten. Steht auch drin, dass eine Aktienrente direkt eingeführt werden hätte müssen, als die Leute keine Kinder mehr bekommen haben. In dem Moment, wo keine Kinder kommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist auch Common Sense, das sollte irgendwie jeder wissen. Wenn du keine Kinder hast, dann gibt es genau zwei, oder wenn du keine Kinder hast, gibt es die Möglichkeit, du musst Kapital ansparen oder du hast Kinder. Das ist quasi seit Jahrtausenden so, aber natürlich, man hat ja so einen tollen Sozialstaat und so und da sind wir ja alle solidarisch miteinander und da ist es natürlich nicht so schlimm, weil irgendjemand anders wird ja schon die Kinder kriegen. Das ist auch so ein bisschen, dass wir gewinnt oder wie man so schön sagt, das ist genau das Problem, man hat keine Kinder bekommen und man hat nicht weiteres Kapital angespart. Von daher ist seit 40 Jahren so und das, was man hier jetzt liest, ist de facto ein weiter so und wir verschieben es. Wir werden bis 2025, wird es ja noch nicht ganz so schlimm sein, es wird danach weiter ansteigen und auch die Beiträge des Bundeshaushalts in die Rentenversicherung werden danach erst wirklich nach oben knallen. Von daher kann man jetzt noch 4 Jahre sagen, weiter so. Also diese ganze, das ist ja auch diese Finte, muss man eigentlich sagen. Ich bin ein großer Verfechter von Aktien, versteht mich nicht falsch. Und eine Aktienrente ist eine tolle Sache, die kommt nur 40 Jahre zu spät und wird für die nächsten 35 Jahre nichts bringen. Das heißt, was wir im Großen und Ganzen bei der Rente haben, ist hier oben der Part, ja, wir wissen, dass die Beitragssätze jetzt explodieren werden, so wie die Experten oder wie der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung das immer und jeher prognostiziert. Wir erkennen das an, aber wir wollen trotzdem lieber weiter so machen und verschieben das Problem dann auch für die nächste Bundesregierung. Wir machen weiter so und das hier unten, Props, ist eine tolle Sache, dass man diesen Nachholfaktor wieder einführt, ist eine gute Sache. Also, ja, wir erkennen es an. Zweitens, weiter so und drittens, nicht schlecht. So viel zum Thema Rente. Im Übrigen wird der ganze Punkt, wenn man hier sich das anguckt, ich kann das Video wirklich empfehlen, der erklärt dann auch mal sehr umfangreich, warum die Aktienrente nichts bringt. Es gibt genau zwei Möglichkeiten zur Rente. Oh Mann, ich könnte ewig über die Rente sprechen. Es ist so spannend, was diese Kinderarmut eigentlich für Konsequenzen hat. Ist der Wahnsinn. Und bei der Rente wird es halt besonders gut spürbar. Bei der Rente, du kannst quasi Reformen machen, wie du willst. Das bringt alles nichts. Es gibt zwei Möglichkeiten, die du hast. Im Langfristigen brauchst du mehr Kinder. Ein Land, ein Sozialsystem, ein Schneeballsystem mit einer Netto-Reproduktionsrate von 1,3 kann nicht funktionieren. Also du hast halt irgendwann noch deutlich weiter, weil man sieht hier hinten dann, man denkt ja, wenn die Babyboomer ausgestorben sind, ist es vorbei. Nee, wenn die Netto-Reproduktionsrate bei unter 2 liegt, wird es immer schlimmer. Es wird immer und immer schlimmer, kannst du nicht ändern. Und diese Prognosen hier gehen dann auch weiter. Also es ist dann nicht so, wir haben dann hier ein paar Jahre Stagnation und dann steigt der Beitragssatz weiter. Also es gibt die Lösung, entweder länger arbeiten und da wird eigentlich immer diese 2:1 Reform gefordert. Das heißt, ein Jahr leben die Menschen im Schnitt länger. Das heißt, du musst davon 8 Monate länger arbeiten und 4 Monate mehr Rente. Es geht nicht anders. Wenn du in einem Schneeballsystem drinne bist, geht das Ganze nun mal nicht anders. Oder halt die Lösung mehr Kinder. Auch Einwanderung und so, das bringt nichts. Du müsstest irgendwie, das kann ich, 1,5 Millionen Einwanderer, die auf deutschem Produktivitätsniveau produzieren können und arbeiten können, pro Jahr Einwanderung von 1,5 Millionen, ist auch abstrus, wird nicht funktionieren. Also Rente, die große Aufgabe, die wir insbesondere für die kommende Bundesregierung haben, wird so, ja, ein bisschen was wird gemacht, aber eigentlich nicht das, was gemacht werden müsste. So, schon ewig über die Rente geredet, jetzt muss ich ein bisschen mich beeilen, damit ich hier nicht doch eine Stunde rede. Und zwar machen wir nämlich weiter. Wir machen mal hier unten mit dem Part erstmal weiter. Wobei, nee, wenn wir einmal bei Rente sind, bleibt man quasi bei Rente. Und zwar, endlich kommt sie, die Absicherung für Selbstständige. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Selbstständigen schon jahrelang darauf gewartet haben, dass die Bundesregierung sich endlich darum kümmert, dass die Selbstständigen jetzt abgesichert werden. Und zwar, wir werden für alle neuen Selbstständigen, die keinen obligatorischen Alterssicherungssystemen unterliegen, eine Pflicht zur Altersvorsorge mit Wahlfreiheit einführen. Immerhin Wahlfreiheit. Selbstständige sind in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, sofern sie nicht im Rahmen eines einfachen, unbürokratischen Opt-outs ein privates Vorsorgeprodukt wählen. Okay, also erstmal ab sofort für neue Selbstständige gibt es eine Pflicht, in die Rentenversicherung einzuzahlen oder man kann ein Opt-out-Verfahren nehmen und in ein privates Vorsorgeprodukt wählen. Das heißt, super Sache, du sparst selber in ETFs, du hast 500.000 im Depot, interessiert dich nicht. Halt! Dieses muss insolvenz- und pfändungssicher sein und zu einer Absicherung oberhalb des Grundsicherungsniveaus
führen. Was bedeutet das jetzt? Du kannst nicht etwa sagen, hier, Moment mal, ich bin Großteil der Zuschauer, das weiß ich, ich bin 31, mache mich gerade selbstständig und habe schon 150.000 im Depot und mache das auch weiter. Ich braucht euch um mich keine Sorgen machen, ich komme schon klar, ich kann eigenverantwortlich mit meinem Geld umgehen. Pustekuchen, weil das ist weder Insolvenz noch pfändungssicher. Das heißt, du musst ab sofort dann auch 20% deines Geldes Pflichtabgabe in ein Versicherungsprodukt stecken oder aber in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ich verstehe ganz grundsätzlich das Problem, was man hier hat. Was es grundsätzlich mit den Selbstständigen gibt, es ist einfach unfassbar viele Solo-Selbstständige gibt, die quasi nie in irgendein System einzahlen und dann auf Grundsicherung landen und dann quasi doch auf Kosten aller anderen leben, obwohl sie nie in irgendwas eingezahlt haben. Ich verstehe das Problem dahinter. Aber das, was man jetzt hier gemacht hat, ich meine, was zählt hier nicht? Also das müsste quasi viel individueller gestaltet werden können, weil du hast jetzt ein Opt-out-Verfahren. Okay, ehrlich, in die gesetzliche Rentenversicherung willst du nicht einzahlen. In den Schneeballsystem einzahlen ist grundsätzlich immer eine schlechte Idee. Nein, okay, ich will ja nicht pauschalisieren. Es gibt durchaus Momente, wo das Sinn machen kann. Aber im Großen und Ganzen ist die gesetzliche Rentenversicherung nicht sinnvoll, wenn du nicht musst. Ein einfaches und unbürokratisches Opt-out ist auch eine gute Sache. Das Problem ist, das Ding muss insolvenz- und pfändungssicher sein. Und was hast du? Das sind natürlich dann irgendwelche tollen privaten Rentenversicherungen, die dir von insbesondere natürlich der Versicherungsbranche von Allianz und Co. angedreht werden. Und das ist quasi, ja, vielleicht könnte man es nennen, ein Subventionsprogramm für die Allianz. Weiß gar nicht, wie es bei der Allianz aktuell aussieht, wo der Aktienkurs steht, sollte man mal gucken. Ich male jetzt hier einfach mal ein Szenario. Okay, du bist Mitte 40, du hast Eigenheim, hast eine 500.000 im Depot. Das ist ja nicht insolvenz- und pfändungssicher und erst recht nicht über dem Grundsicherungsniveau. Also dein privates Depot ist zählt sowieso nicht. Und die eigene Immobilie, ich weiß nicht, können wir vorstellen, dass die bis zu einem gewissen Teil halt pfändungssicher ist, wenn du da selber drinne wohnst, aber die sorgt auf jeden Fall nicht für eine Absicherung oberhalb des Grundsicherungsniveaus. Das heißt, du bist zwar eigentlich fertig mit der Altersvorsorge und hast schon genug, musst dann aber dennoch 20% deines Einkommens, aktuell 20, in 10 Jahren dann vielleicht eher 23% deines Geldes in das Schneeballsystem einzahlen. Ja, also das ist insbesondere für Leute, die neu selbstständig werden, kritisch, würde ich mal sagen. Dass es da irgendeine Lösung geben muss. Also ich fände es sehr viel besser, wenn das deutlich individueller gestaltet werden könnte. Und gerade, das ist auch so ein bisschen die Sache, wenn man selbstständiger ist, gerade am Anfang, okay, du hast hier eine Karenzzeit von 2 Jahren, aber gerade als Selbstständiger, du hast mal ein paar Jahre, wo es vielleicht nicht so gut läuft, da bist du dann auch verpflichtet, einfach 20% deines Geldes, du hast ja jetzt schon Krankenkassenbeiträge, wo du deine, ich weiß nicht, 17,8% oder sowas zahlst, was ja über die nächsten Jahre auch steigen wird. Diese Entwicklung hier, die wir hier sehen, das gibt es ja bei der Krankenversicherung genauso. Das heißt, du hast dann halt irgendwie bald, ich weiß nicht, 22% bei der Krankenversicherung, was du einzahlst und in ein paar Jahren hast du dann noch 23%, was du in die Rente einzahlen musst. Das sind schon mal 45%, 40% reduziert sich ja jeweils. Hast du so, 40%, was du schon mal fix abgeben musst. Das ist ja Geld, über was du nicht verfügen kannst. Und gerade als Selbstständiger musst du ja manchmal, da laufen ein paar Jahre nicht so gut, da musst du quasi von deinen Reserven leben. Aber wenn du von deinen Reserven immer schon, von deinem Einkommen immer direkt schon mal 40% in Sozialversicherungssysteme geben musst, das halte ich für kritisch. Also das wird definitiv nicht dazu führen, dass mehr Menschen in Deutschland selbstständig werden. Und das ist ja schon das große Problem, dass Deutschland da schon so unfassbar stark abgehängt ist. Und insbesondere jetzt durch die Krise, nochmal geht es ja weiter, wenn man sich da die aktuellen Zahlen anguckt, da willst du ja nur heulen. Hier eine Pflicht, einen Zwang für alle Neuselbstständigen halte ich definitiv für keine gute Idee. Also es muss da eine Lösung geben, aber die Lösung finde ich nicht gut. Bürgergeld. Und das ist auch hart. Und hier muss man sich ein kleines bisschen zurückerinnern, Deutschland war bis vor 20 Jahren der kranke Mann Europas mit hohen Arbeitslosenzahlen und einem hohen impliziten Mindestlohn. Das heißt, es gab viele, du konntest relativ lange zu Hause bleiben, ohne arbeiten zu müssen und es gab nicht so den Druck, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen. Und dadurch hat man das so gehabt, dass immer, ich glaube, alle 10 Jahre sind in Deutschland 600.000 Leute zusätzlich arbeitslos gewesen ist, gab einfach quasi keinen Druck. Und dann kamen diese gehassten Hartz-Reformen von Gerhard Schröder. Der Mann hat getan, was getan werden musste.
Traurigerweise war das damals auch ein Sozialdemokrat. Nein, Gerhard Schröder hat umgesetzt, was getan werden musste und hat diese Hartz-Reformen durchgeboxt und hat letztendlich mit der Kanzlerschaft dafür bezahlt, hat einen hohen Preis dafür gezahlt. Aber das, was wir dann die nächsten 20 Jahre erlebt haben, Deutschland, Wachstumsmotor Europas, hat insbesondere was mit diesen Hartz-Reformen zu tun. Das wird jetzt de facto wieder abgeschafft. Und zwar anstelle der bisherigen Grundsicherung Hartz IV werden wir ein Bürgergeld einführen. Das Bürgergeld soll die Würde des Blabla Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein. Okay, grundsätzlich alles mehr zu digitalisieren und unkomplizierter zu gestalten, ist eine tolle Sache. Was bedeutet das Ganze denn jetzt? Und das ist hart. Wir gewähren in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezuges die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens und anerkennen die Angemessenheit der Wohnung. Das heißt, du hast quasi 2 Jahre, wo du kaum Nachweise erbringen musst, wo du quasi, okay, du bist jetzt arbeitslos geworden, Zeit des Arbeitslosengeld 1 läuft aus, die Grundsicherung, da fällst du jetzt nicht rein, du hast jetzt erstmal noch 2 Jahre Übergangszeit, wo du quasi nicht arbeiten musst. Und das heißt, dieser Druck, der durch die Hartz-Reformen aufgebaut worden ist, was Deutschland quasi aus der Misere rausgeholt hat, das wird hiermit wieder abgeschafft. Das heißt, diese große Reform, die die SPD damals die Kanzlerschaft gekostet hat und über viele Jahre am Boden gehalten hat, nimmt man jetzt damit de facto zurück und sorgt dafür, dass man die Leute, na gut, jetzt kannst du quasi wieder eine ganze Weile zu Hause bleiben, weil dieser Druck, der eigentlich entstehen sollte, desto eben nicht, ich meine, es gibt massenhaft Arbeitsplätze da draußen, wo aber, na gut, wenn du da nur ein kleines bisschen mehr verdienst, willst du das dann wirklich machen? Oder wenn du keinen Druck besteht, dann bleibst du halt zu Hause. Das sehen wir jetzt, das sehen wir gerade unfassbar gut in den USA oder auch in Deutschland. Wenn der Staat quasi einmal mit der Gießkanne Geld über die Leute verteilt, auch dass sie zu Hause bleiben, so richtig Bock zu arbeiten. Ja, also das sehe ich unfassbar kritisch und das ist quasi das, was Deutschland damals aus der Krise rausgeführt hat, wird hiermit quasi zurückgenommen. Und ein anderer Punkt, der mir dazu auch einfällt, weil man kann heute mit Abschlägen mit 63 in Rente gehen, machst du 2 Jahre davor, machst du Bürgergeld, das heißt, du hast ja trotzdem du musst dein Vermögen nicht anfassen, du kannst aber quasi 2 Jahre erstmal, wo quasi nichts weiter überprüft wird, kannst du quasi, das, was hier eigentlich steht, ist die Rente mit 61, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also, ich rede schon 22 Minuten. Wenn ich das richtig verstehe, was hier so drin steht, dann ist es in gewissen Teilen das, wofür Deutschland, oder das betrifft jetzt nicht nur diese 3 Punkte, wofür Deutschland gewissermaßen bekannt war. So Dinge wie, ja, ich sag mal, ja, so Common Sense irgendwo bei zum Beispiel der Geldpolitik. Ist es so, da wird Deutschland immer kritisiert, dass Deutschland quasi sehr konservativ ist, fast ein schwäbisches Vorbild, hat irgendwie, du kannst nicht mehr Geld ausgeben, als du einnimmst. Und dass Deutschland grundsätzlich so eine Art konservativer Tanker ist, der sich schwer bewegt. Das wird hier, diese sehr konservative Prägung wird hier in großen Teilen soll aufgebrochen werden hin zu einer, klassisch liberal Richtung. Kann man sehen, wie man will. Dieses Bürgergeld, der Zwang in die Rente einzuzahlen und die quasi, diese Finte, Aktienrente, damit wird das Problem gelöst, halte ich alles für durchaus kritisch, was da kommt. Aber hey, Christian Lindner wird Finanzminister und toi toi toi, wird schon alles gut werden. So, und jetzt noch abschließend ein Satz, und zwar, das war natürlich eine etwas überspitzte Darstellung dieser ganzen Situation des Koalitionsvertrages. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Und ich muss auch ehrlich sagen, alles, was ich von mir gegeben habe, ist natürlich ein bisschen überspitzt, sarkastisch dargestellt gewesen, weil mich betrifft das Ganze ja sowieso nicht. Die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft kommt nicht und ich lebe schon seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland. Das heißt, alles, was hier drin steht, betrifft mich gar nicht. Das heißt, das, was ich für einen Blick auf Deutschland habe, ist quasi eher der Blick des neutralen Beobachters. Okay, da muss ich selber lachen, wenn ich das sage. Ihr wisst, was ich meine. So, also, tolle Sache. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten 4 Jahre. Spaß beiseite. Ist nicht alles schlecht, was hier umgesetzt wird, aber ich denke, im Großen und Ganzen muss man sagen, das sind in vielen Punkten ein Weiter-so und in vielen Punkten eine Aufweichung. Ich bin gespannt wirklich, wie sich Deutschland entwickelt und ich kann euch definitiv diesen Vortrag hier mal empfehlen, wenn es um die Rente geht und warum eine Aktienrente nur bedingt
irgendetwas bringt und es nicht keine andere Lösung gibt als Kinder kriegen. Also haltet euch ran. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.